Podcast Wintergarten. Ihr seht ein bisschen die Palme im Anschnitt oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist unser heutiges Thema Social Circle, wie in dem ITV Coaching Thread gewünscht. Was ist das Social Circle? Der Social Circle ist ein soziales Umfeld. Wir Menschen sind Herdentiere. Also überall, wo wir sind, schließen wir uns zu einer Herde zusammen. Ja? Jeder hat seine Gruppe, Verein etc., dem er sich zugehörig fühlt. Gruppendynamik ist ein ganz wichtiges Thema und entsteht eigentlich überall, wo Menschen zusammenkommen. Also, keine Ahnung, Schule, Uni etc., da bilden sich in kürzester Zeit Untergruppen. Zum Beispiel die Coolen, die Nerds, die Alternativen, Metaller, Gothic, die Streber. Jeder findet sich in seiner Gruppe und identifiziert sich über die Gruppe, fühlt sich dort wohl. Es gibt eine Identifikationsmöglichkeit. Man definiert sich halt über die gemeinsamen Interessen und grenzt sich auch nach außen dadurch ab. Ja, was passiert, wenn einer aus dieser Gruppensystematik versucht auszubrechen? Zum Beispiel mit einem Verhalten, was relativ unnormal ist für die Gruppe. Nehmen wir zum Beispiel einer der Metalheads fängt auf einmal an, Rap zu hören. Ja? Da wird er im besten Fall komisch angeguckt und im schlimmsten Fall ausgegrenzt. Da merkt man gleich, Freundschaften können da dann zerbrechen. Ja? Besonders bei jüngeren Leuten, 16, 17. Die Gruppe definiert sich über bestimmte Verhaltensmuster und jeder Einzige hat seine fest zugeordnete Rolle in der Gruppe. Also da gibt es halt zum Beispiel diesen Alpha-Typen, der die Entscheidung trifft. Das haben wir in der ITV Coaching Alpha auch behandelt. Da gibt es dann den eher ruhigeren, den lustigen etc. etc. Dörfer sind in dieser Hinsicht, was soziale Gruppenstrukturen angehört, absolut die Hölle. Ja? Stichwort Rufmord. Also wenn man in bestimmten bayerischen Dörfern eine Frau fremd geht oder irgendein Gerücht über jemanden in Umlauf kommt, da sind Leute halt weggezogen schon, weil es absolut untragbar war für sie, da weiterhin zu wohnen. Ja, wer auffällt oder anders ist in der Gruppe oder auch außerhalb der Gruppe, weil die Gruppe Deutsche ist auch eine Gruppe, ist sozialem Druck ausgesetzt. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Peacocking arbeitet ganz bewusst damit. Man hat den Mut, Klamotten zu tragen, die andere nicht tragen. Ja? Dadurch fällst du auf, bist im Fokus der Menschen und bist vielleicht auch Neid oder Spott ausgesetzt. Das heißt, du bekommst Anerkennung auf der einen Seite dafür, dass du dich das traust, aber auf der anderen Seite kannst du genauso gut auch in Misskredit geraten. Deswegen sind nur sehr selbstbewusste Menschen bereit, aus diesem Gruppengefüge auszubrechen, was sie in den Augen der Frauen wieder interessanter macht. Aufgabe für euch. Macht etwas für euch total Ungewöhnliches. Nehmen wir mal an, ihr seid Metal, ja, und kommt zu eurem nächsten Treffen oder zum nächsten Metal-Konzert mit euren Freunden in Baggy Jeans, ja. Oder ihr seid ruhig, aber macht einen Abend voll auf Partykanone. Beobachtet ganz bewusst die Reaktion der Freunde, wie sie versuchen, dich krampfhaft wieder in die Ecke reinzudrücken, in die sie dich haben wollen. Ich kann diese Aufgabe nur jedem empfehlen. Ihr merkt, wie sehr euch diese Rollenerwartung, die ihr in der Gruppe habt, ja, immer wieder auch dort hineinpresst. Das heißt, jeder Neubeginn, wenn ihr ein neues Studium anfangt, einen neuen Verein, ist auch immer wieder eine neue Chance. Okay, was hat das Ganze jetzt mit PUA zu tun? Sehr viel. PUA oder Pickup, ja, ist der Weg der Entwicklung. Und wer sich entwickelt, verändert sich. Das ist ganz klar. Es geht einfach nicht anders, als dass du deine Kleidung veränderst, deine Körpersprache. Und auf einmal sprecht ihr fremde Frauen an. Und in eurer Gruppe ist das allgemein unüblich. Und ihr macht es jetzt auf einmal. Das heißt, die Gruppe wird versuchen, dich wieder auf ihr Level zurückzuziehen. Ja, sie steht dem Ganzen skeptisch gegenüber. Es fallen Kommentare wie, warum hast du so komische Klamotten an? Wieso stehst du auf einmal so komisch? Warum redest du Frauen an?
Das ist gerade besonders hart für Menschen, die sich selber noch nicht so sicher sind mit ihrem eigenen Ich und vor allem mit dieser neuen Rolle. Du versuchst etwas und im Prinzip ist es gut. Und wenn du es irgendwo anders machen würdest, auf irgendeiner Party, du würdest diesen Witz erzählen oder wärst auf einmal super lustig, würden sich alle über dich kaputt lachen und alle würden dich mögen. Aber dann eine Gruppe, die es halt nicht von dir gewöhnt ist, reagiert sie skeptisch, egal wie gut du bist. Deswegen von mir auch die Empfehlung, wenn ihr Veränderungen macht in eurer Persönlichkeit, versucht alleine in die Clubs zu gehen. Versucht irgendwo das im Urlaubsort zu machen, wo ihr einfach die Möglichkeit habt, ein anderer Mensch zu sein. Deswegen empfehlen wir auch den Workshop nicht in deinen Heimatsort zu machen, sondern da, wo du eigentlich nicht herkommst. Also wenn du aus Stuttgart kommst, mach ihn in Frankfurt. Wenn du aus Frankfurt kommst, mach ihn in Köln. Die meisten Leute haben weniger Probleme, dort ihre Grenzen zu überwinden. Okay, das heißt auf jeden Fall für dich hart bleiben. Gegebenenfalls ein paar Freunde verlieren. Das ist ein natürlicher Prozess. Wenn du dich entwickelst, wirst du andere Menschen in dein Leben ziehen. Es tut vielleicht erstmal weh, aber es ist anschließend viel, viel besser für dich. Die Leute, die dich nicht unterstützen, sind keine richtigen Freunde. Ja? Diese alten Freunde sind auch ein starker Anker für dein altes Selbst. Das heißt, dass du dich immer, wenn du dich in ihrer Nähe befindest, wirst du dich wieder so fühlen wie damals. Größtenteils. Sie drücken dich. Ich habe jetzt Pfingsten Schulklassentreffen und es ist scheißegal, ob ich ganz anders bin. Es wird sofort wieder die alten Muster geben und die Leute drücken dich in diese alte Rolle rein und du nimmst sie auch teilweise an, weil es einfach, das ist das Gefüge. Ja? Vielleicht ist es für dich gut, wenn du gerade diese Entwicklung machst und nicht kongruent damit bist, Abstand zu nehmen von deinen Freunden, ins Ausland zu gehen, Urlaub zu machen, etc. Ja. Sonst, wenn es hart auf hart kommt, ja, und deine Freunde dich wirklich nerven und behindern in deiner Entwicklung, dann rede ein hartes Wort mit ihnen. Sag ihnen einfach, hört mal zu Leute, ich gehe jetzt diesen Weg, ich möchte mehr aus meinem Leben machen, ich möchte mich entwickeln. Und wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, seid ihr keine richtigen Freunde. Ich mag euch sehr gerne, aber unterstützt mich bitte auf meinem Weg. Ansonsten müssen sich unsere Wege hier trennen. Ja. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die richtigen Freunde bleiben. Ja. Egal, welche Verrücktheit ich gemacht habe, ob ich Erzieher, Schauspieler, Rapper oder jetzt State-Doktor bin, ja. Einer meiner Freunde ist immer geblieben. Danke, Milo, für 13 Jahre Freundschaft. I love you, Rex. Also in diesem Sinne, haltet eure guten, closen Freunde bei euch, aber trennt euch von denen, die euch behindern.